Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Heimlich steckt die kleine Heide bunte Kreide in die Scheide. Dies ist zwar ungesund, aber macht die feuchte Muschi bunt. Zwei Freunde lösen ein Kreuzworträtsel. Fragt der eine, weibliches Geschlechtsorgan, senkrecht oder waagerecht? Waagerecht, dann muss es der Mund sein. Ich schau mal vorbei. Peter, 21, Shield. Wer nie vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke. Dinge, für die man aus dem H&M geworfen wird. Erstens, Schaufensterpuppen treten. Zweitens, den Typen treten, der dir verbietet, die Schaufensterpuppen zu treten. Deutsche Flugpassagiere. Wir sind gelandet. Schnell, alle aufstehen, so zählt der Pilot wieder mit uns an Bord ab. Männer verfahren sich nicht. Sie kreisen ihr Ziel ein. Sie haben einen interessanten Akzent. Wo kommen sie denn her? Aus der Kneipe. Vögel singen nicht, sie schreien, weil sie Höhenangst haben. Ah! Also aus finanziellen Gründen jetzt nur noch Selbstgedrehte. Tja, Rauchen ist echt teuer. Rauchen? Ich rede von Pornos. Hände hoch, das ist ein Überfall! Okay, aber wenn das nur ein Vorwand ist, um mich unter den Armen zu kitzeln, werde ich echt sauer. Hm, wie romantisch. Kerzen, Öl, ja, und jetzt schließt die Motorhaube wieder. Es gibt nichts Erschreckendes als dieser kurze Moment, wenn du in der Dusche ausrutscht und du denkst, verdammt, sie werden mich nackig finden. Zwischen, ab heute werde ich ein guter Mensch sein und stirb doch, du Arschgesicht, liegt ja oft nur eine Parklücke. Was passiert mit einer Giraffe, die im Regen steht? Sie wird nass. Auch wenn ich die Augen offen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich wach bin. Als wir entschieden, den Lichtschalter für das WC an der Außenseite zu montieren, hatten wir noch keine Kinder. Gesendet vom dunklen Klo. Hab gerade mit dem Staubsauger eine Spinne erledigt. War gar nicht so einfach, den ganzen Staubsauger so zielgenau an die Decke zu werfen. Manchmal kommt es anders, wenn man denkt. Sagst du zu allem Nein? Ja, Gehirn explodiert. Warum sind sie Priester geworden? Ach, wissen Sie, mein Opa war Priester, mein Vater war Priester, da habe ich mir gedacht, machst du das doch auch. Dieser Moment, wenn du abspritzt und erst dann wieder logisch und rational denken kannst. Dieser Moment, wenn es eine Uhrzeit gibt, zu der man jeden Tag zufällig auf die Uhr schaut. Dieser Moment, wenn man in einem Internat ist, man die ganze Woche nicht feppen kann und es dafür am Wochenende einfach nur göttlich ist. Ja, dieser Moment, wenn man eine perverse Sau ist und es trotzdem macht. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.